Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute unser spezielles Format We Are Mofa Kult. Und heute geht es um mich. Aber ich bin auch dabei! Falls ihr nicht so lange dabei seid, fragt ihr jetzt wahrscheinlich, was ist We Are Mofa Kult? In diesem Format haben wir uns vorgenommen, euch, die Mitarbeiter dieser Firma, ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen vorzustellen, zu erzählen, was hat es mit diesen Personen auf sich, ein paar Background-Informations, denn wir sind natürlich nicht nur hier am Arbeiten, jeder hat sein eigenes Ding, sein eigenes Leben und gerade Elias, da gibt es einiges zu berichten. Warum wir jetzt erst Elias vorstellen, fragt ihr euch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er war einfach schüchtern. Und er ist umgezogen und wollte seine neue Werkstatt vorstellen. Deswegen haben wir ein bisschen gewartet. Heute ist es aber soweit und wir schauen uns seine Werkstatt an. Schauen uns an, was er hier bei Mofa Kult überhaupt so treibt. Ich weiß nämlich selber nicht. Sehr informativ auch für uns hier intern, dieses Video. Und natürlich auch, was er privat sonst noch so macht. Aber erstmal Käffchen. Ich sehe, du hast aufgeräumt, mein Freund. Mhm. Sonst sieht es hier eigentlich schlimmer aus, nur falls ihr euch wundert. Also das wollte ich gleich von Anfang an mal klarstellen. Das sieht nicht immer so ordentlich aus. Wie mich der Marc immer mit Arbeit zuerbiegt. Kannst du schnell da, kannst du schnell da, kannst du schnell da. Ja, was machst du eigentlich hier genau? Sag mal. Oh, look, jetzt Achtung. Ich kann es nie in die Ecke da haben. Okay, aber jetzt fragen wir uns natürlich, was ist deine Anstellung hier? Was machst du eigentlich, außer mit mir vor der Kamera zu stehen? Also ich bin 60%, mittlerweile nur noch 60% angestellt als Produktmanager. Was heißt 40 Produktmanager? Prozent, ich manage Produkte. Ah, okay. Also ich nehme Produkte und dann es aufpäpple und schaue, welche Fußballmannschaft das ist. Nein, ich schaue natürlich, dass einfach Teile, die wir neu entwickeln, die wir kaufen, die wir brauchen für unseren Job, dass die irgendwie eine Gestalt bekommen, dass die eine Beschreibung bekommen, dass der Roger die richtigen Fotos macht. Und dass dann das alles in zeitnah irgendwann im Shop erscheint. Genau. Also wenn irgendwas nicht ab Lager ist. Bin nicht ich schuld. Ja, ich schaue auch mit dem Marketing, dass wir da eben so Sachen wie die Promos wieder haben, den Tank können rechtes Slider machen, dass das alles dann auch stimmt, wenn es online kommt, dass wir da auch die Werbung dazu haben. Und die restlichen 40% bin ich vor der Kamera mittlerweile. Okay, genug von der langweiligen Arbeit. Jetzt gehen wir über die coolen Sachen. Komm mal mit, Kollege. Den habe ich von Beat Breu bekommen. Übrigens. Echt jetzt? Von dem Beat Breu? Der Beat Breu. Die Legende. Wir müssen seinen Sohn hier anstellen, damit ich. Okay. Ihr wisst ja, wir bei Mofa Kult, wir haben Statussymbole. Meistens Mofas. Meistens alter Crab. Alter Crab. Und bei alten Crab? Da ist Elias ganz vorne dabei. Zeig mal dein Auto. Das ist sein. Muss ich gerade mal hier mit mir schauen. Daily. Das ist wirklich mein Daily. Und ich habe gestern abgesehen, dass da noch alte Crap im alten Crap. Ich hatte auch immer noch ein Camping-Mofa dabei. Also Elias ist unterwegs mit einem wunderschönen T3-Bus. Das ist sein Fahrzeug, wenn er mal nicht auf dem Mofa sitzt. Mofas hat da ein paar mehr wie Autos. Das schauen wir uns am besten mal in real an. Auf dem Weg zu dir in die Werkstatt kann man noch ein bisschen quatschen. Darf ich hier vorne sitzen? Wie du magst, ja. Shotgun. Ich sehe den Bus das erste Mal. Der Hintersitz ist noch nicht ganz angemacht, gell? Hebst dich liegen. Wir fahren jetzt, wie lange ungefähr zu dir in die Werkstatt? Viertelstunde. Viertelstunde. Ja. Also Elias ist hier aus der Gegend und seine Werkstatt, die hat er jetzt frisch bezogen, vor ein paar Monaten fertig geworden. Ja. Wir waren ja in seiner alten Werkstatt schon ein paar Mal, haben da unter anderem einen Custom-Mofa gebaut. Einblendung. Wieder zurück. Aber jetzt ist das alles ein bisschen größer, ein bisschen cooler, ein bisschen toller geworden. Und deswegen habe ich gedacht, nutzen wir die Chance und schauen uns mal an, was genau Elias sich da so gebaut hat die letzten Monate. Ein Träumchen. Es ist natürlich auch nicht nur von mir, dass ich mal das dritte in dieser Werkstatt. Sonst könnte man sich das ja nicht. Wo machen wir das nicht? Und, er ist richtig mit Mofa Kult los. Wirklich, ja. Dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt. Aber hier ist nicht deine Werkstatt, Elias. Nein, aber ich muss das immer schnell beruhigen. Meine Esel streicheln, das ist alles hässig. Gibt's den Geissen freut. Magst du einen Opfer? Wir sind hier am Esel streicheln, weil da bin ich aufgewachsen. Also nicht hier im Eselstall, sondern mit den Eseln. Da, wo die Esel wohnen. Das waren meine ersten Töffel. Was du denn schon mal in Italien? Da habe ich immer Panik gehabt. Schön, das machen wir jetzt öfter. Oh, du kannst Licht an. Bös. Da sind wir auch schon. Voll geil geworden. Jetzt sind wir das dritte zusammen, drei Kollegen. Ja, also den habe ich auch noch nicht live gesehen. Das ist euer Pickup-Truck, höher gelegt, frisch lackiert jetzt. Hier ein Flatbed, rechts Fahrwerk drunter, für Offroad-tauglich, sage ich jetzt mal. Rechter Bumper da vorne, das Zeug ein bisschen hebt.
Was macht ihr mit dem? Offroad-Camping wäre das Ziel. Bis jetzt startet er. Ja, also das ist jetzt mal dein Vierrad-Fuhrpark. Wir haben einen T3-Bus, einen Pickup zusammen mit deinen Kollegen. Hier der altbekannte Mofa-Kult Golf 2. Ausgelöst. Oh, stimmt, der ist abgemeldet. Ah, wegen Bus jetzt, ne? Bus, genau. Aber immer noch hier. Wir leben der E3s, kann ich nur die High. Okay, also deine vierrädrigen Gefährte haben wir jetzt mal alle gesehen. Jetzt wird's spannend, denn hier haben wir die neue Werkstatt. Jetzt zeige ich euch mein Sofa. Ja, ist halt schon geil. Jetzt ist halt wirklich moderner, eben Rolltor. Es darf zwar noch ein bisschen höher sein, aber ist okay. Absolut geil, ist so eine riesen Hütte zu dritten. Da ist Stefan, der baut hier einen Renn-Porsche, weißt du, einen 944er. Zusammen mit zwei Kollegen in so einer Werkstatt, da träumt doch jeder von. Das ist richtig geil. Das richtig ist Luxus geil. Des Oben Todes. Auch noch mal eine Etage für Teile wahrscheinlich zum Lagern. Genau, vor allem Lager. Wir sehen eine Hebebühne, wir sehen eine zweite Hebebühne. Das heißt, ihr könnt an zwei Autos arbeiten. Genau, weil der natürlich ein längeres Projekt ist, haben wir hier eine fixe Hebebühne vom Stefan, wo er den drauf stehen lassen kann. Hier können wir rein, raus, wie wir es brauchen. Büssli, Pickup, sonstige Sachen. Kommst du hier rein? Wow. Ja, easy. Genau, den kennt man ja auch. Genau, die haben wir. Das ist das Werkstatt Fun Mobile. Darf ich mal fahren? Unbedingt. Deswegen steht das Sofa auch hier, weißt du? Sich hinsetzen und warten. Das ist immer, wenn du frustriert bist, dann kannst du doch ein bisschen fahren. Oder auch nicht. Oh, jetzt. Ich liebe den Shit! Okay, du hast nicht nur Mofas, sondern auch Motorräder. Yes. Sehr das steht vor uns. Mit dem Ruben zusammen. Einfach ein bisschen gestrippt, weil der so lang, wirklich das Heck ist über das Rad aus. So. Richtig hässlich. Das wird, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, gell? So man kennt. 40 Jahre. Was man auch kennt, ist dieser Anhänger der hier. Der Anhänger, genau. Der Mofa-Transporter-Anhänger. Den haben wir letzte Woche gerade gebraucht. Echt? Ja. Yep. Dann haben wir den Balltracker, dort hinten. Balltracker. Oh, da steht er. Den wollen wir Licht machen. Komm. Ja, komm, mach mal Licht an. Also wir haben wirklich einige Schätzchen, die hier auf dem Channel gebaut wurden, stehen hier bei Ihnen natürlich, weil vieles ist ja auch von ihm gewesen, was wir umgebaut haben. Zum Beispiel dieser wunderschöne, ein geiler Platz für einen Boardtracker, ne? Dieses wunderschöne Gefährt. Läuft der jetzt eigentlich? Ist er fertig? Läuft, ist fertig. Da braucht es noch ein Lederbändel, da braucht es noch Holzfußrasten zum draufstehen. Hat jetzt alles wow, was braucht. Absteller sogar. Der Tank ist dicht, funktioniert, Benzin kommt durch. Krass. Also wirklich geil. Hier drüben haben wir Metallarbeit und hier ist Mofa-Werkstatt. Ist das korrekt? Also da, ja genau, da ist Mofa, TÜV, alles was braucht, allgemeine Werkbank, Schubladenstock für diverse Schraubensachen. Da hinten gibt es eine Mechanik-Ecke, also Drehbank steht schon, Bohrmaschine etc. Riesig, ist doch das Zeug. Vor allem Ruben. Das ist ja richtig amtlich hier. Ruben, Stefan sind da gut dabei. Also das ist besser wie in manchen Werkstätten. Also ja, da bin ich ja natürlich auch richtig froh, dass die zwei da das Zeug beherrschen. Könnt ihr bitte vielleicht dort eine Mechanik, hier eine Art Schlosserei, Zuschnitt, Walze, Schleifband und mein neues ist das der Baby. Tisch? Alter, den haben wir doch hier zusammen mal gekauft im Auto. Genau, genau. Hast du auf Ricardo oder so. Jetzt steht er jetzt hier. Jetzt steht er da. Alter. Ja. Ja. Hier steht so viel Zeug rum. Richtig. Freddy, am besten schaust du dich mal mit der Kamera ein bisschen um, dass die Leute einen Eindruck kriegen, wie das hier wirkt und wie das aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Aufbau. Da gibt es jetzt noch eine schwarze Platte so drüber und unten durch. Da müssen wir auch das wieder so ein bisschen aufnehmen. Richtige Männerhöhle habt ihr hier gebaut, ey. Es ist mittlerweile wirklich fast alles, was ich mache. Weil vorher noch 20 Jahre Zefi gemacht, Uni-Hockey gespielt. Wir können sagen, Hockey. Genau, das spielen wir jetzt noch, wenn wir selber einen Verein gründet. Damit wir können einmal in der Woche Halle mieten, Uni-Hockey spielen. Das bleibt sehr gut auch. Sonst ein bisschen Sport, wenn es irgendwie ein bisschen geht. Hast du mir schon gedacht, denn also die Arme sind, das ist extrem. Das ist vom Mofas vom Knie, schieben. Kuppeln. Ich habe es immer geil gefunden. Ich
nie einen Töffli-Profi gehabt. Ich bin aber über solche Töffli gefahren. Hat aber relativ schnell Autos für mich entdeckt. Dort irgendwie das erste Auto, ein Focus ST. Gerade neu rausgekommen, mega geil gewesen. Durch das ein bisschen, aber dort noch nichts an den Autos geschraubt. Sonst immer handwerklich, natürlich mit dem Schlosserlehr gemacht und so Schweissen, alles das Zeug. Durch das ist Handwerk ja, sowieso immer ein Teil von mir gewesen. Aber jetzt erst wieder mit den TÜV. Zuerst, den können wir vielleicht noch einmal anschauen, mein umgebauten TÜV, und auch mit dem Ruben. Dann bin ich schon seit der ersten Klasse bis Ende Lehre zusammen in der Schule gewesen. Seit ich und ich miteinander am Schrauben eigentlich, dort den TÜV fahren und dann nicht mehr mit den TÜVli, wo es einfach noch ein bisschen einfacher ist, um Sachen umzubauen, weil es ein bisschen günstiger noch ist. Ein bisschen mehr Grauzone gibt. Erst recht mit einer Anstellung beim Mofakult. Genau, das hilft natürlich sehr. Dort ist aus einem TÜVli dann schnell viele geworden. Drei geworden. Bisschen mehr. Wie viel auch immer. Ja. Ja, das hilft natürlich sehr. Ich denke, wir schauen uns deine restlichen Gefährten noch an. Für das können wir noch schnell rauf. Dort ist noch das nächste Projekt. Seit Jahren im Petto, jetzt wenigstens Pulver beschichtet. Wir schnell Spoiler da Alert! Hinter unsere Projekt. Wunderschön gemachte Wand, muss man auch schnell sagen. Schön gemacht. Kommen wir da rauf? Schön. Kommen Sie mal mit, meine Freunde. Ich hoffe, den hast du drauf. Da oben vor allem Lager, einer Pneu und weiß ich was. Da konnte ich die ganzen Gesteller jetzt endlich aufbauen. Und da eben endlich Pulver beschichtet. Eines der hoffentlich nächsten Projekte ist ein Kawasaki Z650. Den habe ich schon ewig. Hat auch mal Rahmenkürzung gemacht und alles. Aber auf jeden Fall auch weit weg vom Standard. Ja, wie halt alles, weil wer fährt schon gerne Serie, gell? Das kann ich so unterschreiben, meine Freunde. Ui. Kabinenlampe. Messi Lifestyle Elias. Wer weiß, wenn das nächste Custom-Projekt kommt, gell? Okay. Das ist übrigens das Teil von dir. Stimmt, das habe ich dir geschenkt. Von meinem Kastelhobel. Kastelhobel. Seht ihr, hier kommt nichts weg. Also wenn ihr alte Sachen habt oder so, die ihr nicht mehr braucht, schmeißen das einfach vor die Halle. Die Adresse blenden wir euch hier ein. Apropos Schrott, schauen wir uns deinen restlichen Mofa an. Genau. Also, sind in deiner Garage daheim, oder? Ja. Was ist das denn, Digga? Das war eines der ersten Projekte in meiner ersten Werkstatt. Darum ist es auch bis jetzt nicht fertig. Das ist ein Schneebike. Das ist ein Schnee... Das ist ein Ski. Das ist der Hinterteil, das ist der Vorderteil. Ja. Ich habe einen fatalen Fehler gemacht und da oben zu kurz abgeschnitten, darum ist er nie fertig geworden. Okay, und falls jemand den Mazzocchi Bomber Federgabel rumliegen hat, mir hier vor die Türe legen, kann ich endlich hier mein Schneebike fertig machen. Ja, da baut man einen Mofa-Motor noch rein. Was betreibt er? Ja, mach mal hinten halt. Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn dieses Projekt endlich vollendet werden soll. Nächsten Winter damit die Piste runter. Ich hätte richtig Bock drauf. So, jetzt aber ab in deine Garage. Bus fahren. Da. Ich bin gestanden, ich muss den Maxi abgeben. Busse incoming. Oh shit. Aber ist doch eigentlich alles original gewesen. Alles original. Alles original. Unfair. Ihr kennt vielleicht die schwarze Maxi N vom Elias. Wo steht sie aktuell jetzt? Mofakult. Nicht mehr bei der Polizei. Nein, hast du sie wieder können holen. Aber okay. Ohne Teile. Schauen wir uns nachher auch noch an. Aber jetzt fahren wir erstmal zu ihm in die Garage. Da stehen auch noch ein paar Mofas und Motorräder, glaube ich. Und der BMW. Und der BMW. Und dann schauen wir uns ganz zum Schluss noch die traurige, zerrupfte Maxi an, die von der Polizei beschlagnahmt wurde. Geil, Digga, verkaufst du mir den eigentlich? Toll gefährt. So viel Geld ist schon geklappt. Wenn du wüsstest, wie viel Geld ich habe. 1500? Chico. Dann muss ich 500, kannst du mir 500 leihen? Ja. Freddy, kannst du mir 500 auch? So, wunderschöner E30. Auch nicht eingelöst. Moment, lass mal. Das weg. Ihr seid so cool in der Schweiz, dass ihr sowas habt. Wie haben wir den nochmal genannt? Offroad-Bobber. Der Frankenstein, Offroad-Bobber, Hippie, weiß ich was. Die Blasi-Bärenbande, Alter. Jetzt bist du am Start. Jetzt geht's los. Was ist das da? Das ist ein Alpa Tornado. Der hat einen Luca gerade abgejagt. Geil, sogar noch die Nummer dran, weißt du so. Also wirklich. Wieso kaufst du Mofas? Du bist ein Messi, ein bisschen. Klar, du hast ein Fahrer? Downhill Bike, das war früher noch mein Hobby. Jetzt steht's halt seit hier. Ich fett geworden bin, kann ich jetzt nicht mehr. Ist das erlaubt so mit dem Kennzeichen? Da ist alles eingelöst. Echt? Tatsächlich. Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist alles eingelöst. Ja. Yes! Schon ein geiles Teil. Der erste TÜV-Umbau, den ich je gemacht habe. Lass mal ganz kurz gucken, ich wie Pelikan aussieht. Ich will gucken, wie Pelikan aussieht. So. Das ist ein Yamaha SR500 ursprünglich gewesen, also ist immer noch. Rahmenkürzung, ein Honda Bulldog 900er Tank, Fussrasten zurückversetzt. Jedes Mal im Vorführen muss ich sie starten, wie sie es nicht können. Es sieht schon geil aus, wenn man da so draußen. Alter, wirklich Coffee Racer. Oh, ohne den Bürzel. Die Bürzel haben mir nicht so gefallen. Darum habe ich einfach da mein alternatives Ende gemacht. Ja, verkaufst du die?
Nö. Geil, Mann. Hat nur ein 500er, aber langfahrig. Da fährt schon Autobahn mit dem TÜV. Alles, was ich habe, ist eigentlich älter wie ich. Das kann man so sagen. Auch die Frauen? Yes, ja, das ist so mein erstes Schätzchen. Da auch viel Hilfe vom Ruben drin, gerade beim Stromeren und so. Ich hör den Namen Ruben so oft. Lass mal ein Bild einblenden. Ich würde sagen, lass mal ein Bild einblenden. Ja. Das Bild? Ist Ruben. Das ist Ruben. Alter. Das war's. Das war mein Hello Darkness, my old friend Moment. Ja, das ist der, was ich gesagt habe, was mich rausgenommen haben. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr anständig gefahren. Leute nicht mehr den Fußgängerstreifen lassen, mit 25 Meter durch die Stadt, 200 Meter vor dem Haus. Da ist einer mit Leuchtwesten hinter dem Baum für den Kumpel. Der hat den ganzen Tag auf dich gewartet. Richtig Bock gehabt. Der hatte richtig Bock auf dich. Richtig Bock gehabt. Ja, ist jetzt auch nicht mega unauffällig. Also, du fährst ja ohne Schutzblech mit den dicken Reifen. Ja. Aber am Ende, ja. Du, Zylinder ist weg. Zylinder ist weg, Auspuff ist weg, Vergaser ist weg. Der Rest ist eigentlich. Also, Mofa sonst haben sie nichts bemängelt. Ich habe jetzt aber auch noch keinen Bescheid bekommen, wie wo jetzt genau ist. Von dem her bin ich mal noch gespannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was Elias hier erwartet, dann solltet ihr diesen Channel abonnieren. Das wäre noch ein Ding, ne? Sind wir uns da einig? Macht das mal. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von unserem Elias, von seinem Leben, von seinem Hobby. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch Fragen an Elias habt, dann werden wir das vielleicht hier und da mal beantworten. Oder ihr ruft ihn einfach an. Wenn ihr auch gerne Elias seid, dann seid es doch einfach. Lasst euch im Bauch und im Bart wachsen und kauft einfach jeden Schrott. Nur Schnauz. Schnauz, genau, meine ich natürlich. Steht hier übrigens sehr gut. Dankeschön. Sehr schön. Freunde, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Schön, dass ihr heute dabei wart bei einem weiteren We Are Mofakult Format. Außerdem könnten wir auch noch von euch erfahren, von welchem Mitarbeiter das nächste We Are Mofakult kommen soll. Schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns auf ein bisschen Interaktion. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao. Ich hab einen Backflip. Der ist aber nicht den Ernst, oder? Der stinkt.